Hallo miteinander, das freut mich auch wieder Neues aus dem Rathaus, berichten zu können. Diesmal wieder zu den letzten zwei Sitzungen. Die eine war am 27. Februar. Am 27. Februar haben wir den Revisionsbericht von GPK zur Kenntnis genommen und auch gleichzeitig die Zwischenrevision von AAC Revisionsgesellschaft, die das im Auftrag von GPK geprüft hat. Das Prüfungsergebnis war gut, es hat nicht viel zu beanstanden und es ist auch gedankt worden von Seiten GPK für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, war natürlich der Dank auch gerne zurückgegeben worden ist. Dann haben wir für das Feuerwehr- und Samariter-Depot Arbeitsvergaben gehabt. Wir haben innen und Aussentüren in Metall an die Firma Eberle Metallbau AG im Wert von 90'000 Franken vergeben. Weiters haben wir eine Arbeitsvergabe beim Hotel Kulm gehabt. Dort hat man die Hauptverteilung erneuern müssen. Das hat man für rund 34'000 Franken an die LN Elektro AG vergeben. Die Leistungsvereinbarung mit Li-Marketing haben wir sozusagen für 3 Jahre abgeschlossen gehabt. Damals haben wir es nur auf 1 Jahr abgeschlossen, im Umfang von rund 120'000 Franken. Der Grund, warum man es nur auf 1 Jahr gemacht hat, ist, weil sie eine neue Tourismusorganisation installiert werden sollte, die im Laufe des nächsten Jahres hoffentlich arbeitsfähig wird. Ein weiteres wichtiges Projekt für den Gemeinderat ist, für wenn ein Berg genug Defibrillatoren hat. Defibrillatoren können im entscheidenden Moment lebensretten und dann ist es wichtig, dass sie in Nähe sind, dass man nicht zu weit fahren muss und vor allem auch, dass man weiß, wo sie sind. Jetzt haben wir schon etliche Defibrillatoren um, zum Beispiel beim Sportplatz, bei der Gemeindeverwaltung, im Schlauertreff, dann jetzt beim Klinikum Alpinum und auch im Schulhaus. Wir wollen das aber weiter ausbauen, dass eigentlich jedem Wähler dann schlussendlich so ein Gerät um ist und auch benutzt werden kann. Neu sollten folgende dazukommen, einmal im Bereich Südiger Wies, im Bereich Steinort, im Bereich Roter Boden, Masesche, Ritzlina und im Steg. Natürlich gibt es dazu auch Informationen an die Bevölkerung, inklusive einer Schulung, dass man auch weiss, wie man die Geräte benutzen kann. Weiters ist der Stiftungsrat für Heimat- und Familiengeschichte neu bestellt worden. Neu ist dort der Präsident Emanuel Schädler. Vorher war das der Roland Beck. Er wird zwar weiterhin, wie alle anderen, auch im Stiftungsrat angehören, aber er ist nicht mehr als Präsident. Roland, auf dem Weg herzliches Dankeschön für den Einsatz in den letzten Jahren. Dann haben wir wieder eine Aufnahme als Gemeindebürgerrecht. Emmerich Hermann, wohnhaft im Steg, hat sich entschlossen, Berger zu werden. Der Gemeinderat hat dem natürlich gerne zugestimmt. Weiter hat sich der Gemeinderat auch mit der angedachten Zweitwohnungsabgabe befasst. Der Stellungsnamen, den der Gemeinderat ausgearbeitet hat, konnte er unter www.riesenberg.li unter der Rubrik Stellungsnamen anschauen. Dann haben wir eine Sitzung vom 26. März unter anderem folgende Beschlüsse gefasst. Das APZ ist im letzten Jahr schon an alle Gemeinden angetreten, ob man sie finanziell unterstützen kann. Das APZ hat gerade die letzten Wohnhäuser Rietli eröffnet. Dort sind neu 24 Plätze wieder entstanden für behinderte, bedürftige Leute, die Hilfe benötigen. Das geht natürlich nur mit vielen, vielen Aufwänden. Und darum hat das APZ Gemeinden angefragt, ob man pro Einwohner 25 Franken zur Verfügung stellen könnte, um die Investitionen auch zu stemmen zu helfen. Dort hat der Gemeinderat dazu ja gesagt, was einem Gesamtbetrag von rund 67'000 Franken entspricht. Dann haben wir dieses Jahr in Berg ein grosses Fest, Verbandsmusikfest, und zwar das 75. Verbandsmusikfest ist dieses Jahr in Milwaud. Dort hat der Cyril Seele, der Festpräsident von dem Verbandsmusikfest, und der Präsident der Musik, der Norman Lampert, dem Gemeinderat die aktuellen Planungen gezeigt. Das Verbandsmusikfest findet statt vom 28. bis 30. Juni in Milwaud innen und es gibt sicher 3 tolle Tage. Der Freitag wird vor allem mit Party sein. Der Peter Wackel, der am Berg wohnt, wird sich dort in Szene setzen mit seinen Musikern. Am Samstag ist vor allem Jugendtag und am Abend gibt es auch wieder ein Konzert mit Party. Und am Sonntag ist dann der offizielle Verbandsakt, wo dann alle Musiker vom Land in Milwaud innen sind und der Tag auch begeht miteinander. Ich hoffe natürlich, dass dort dann auch viel drinnen sind. Es ist auf alle Fälle wert, es gibt wirklich eine tolle Sache. Dann haben wir die Erneuerung vom Energiestadt-Label drauf gehabt. Das Energiestadt-Label wird alle 4 Jahre erneuert. Das kostet rund 17'900 Franken. Es ist so, dass die Berger Gemeinde seit 2012 da dabei ist oder dort angefangen hat, das zu erarbeiten. Und alle 4 Jahre wird das wieder neu zertifiziert. Man sieht in dieser Zeit einmal, bei was gegangen ist. Und man kann wirklich sagen, wenn man darauf schaut, darf man auch gewisse Punkte realisieren und es ist eine Energiereduktion durch uns zum Beispiel zustande gekommen. Dann ist es so, dass für die Feuerwehr der Atemschutzbus leider in die Jahre gekommen ist und wir dann dort eine Ersatzbeschaffung machen müssen. Wir haben ja vor Jahren schon Transporter für die Feuerwehr beschafft und zu einem Konzept gehören zwei auch der Atemschutzbus dazu. Dort hat die Feuerwehr mit dem Andi Eberle und dem Claudia Beck ein Konzept für ein neues Auto vorgestellt. Das Auto wird jetzt ausgeschrieben, sind dort gewisse Punkte definiert worden,
was einfach sein muss, wie zum Beispiel ein Allrad oder wie viel Gewicht das da draufgeladen werden kann, wie viel Platz das für Leute drin haben und so weiter. Die Ausschreibung erfolgt in den nächsten Tagen. Dann haben wir noch eine Auftragsvergabe für den Kommunaltransporter. Der Kommunaltransporter, den wir bis jetzt hatten, der Meili ist leider kaputt gegangen und die Reparatur wäre einfach zu teuer geworden. Darum hat man sich entschieden, um ein neues Gerät anzuschaffen. Das Gerät kostet rund 195'000 Franken und ist daneben. Die Stanko ist die Auftragsvergabe so. Man hat bei der vorletzten Sitzung, bevor die Ausschreibung gemacht wird, hat man genau gesagt, was muss das Gerät können, was für Kriterien sind Killer-Kriterien und wie wird das Ganze messbar. Und dort hat man dann eine Ausschreibung gemacht. Auf eine Ausschreibung sind 5 Bewerbungen hingegangen. Man hat die genau nach diesen Kriterien wieder verglichen, was man dort mal gesagt hat. Und so ist einfach das Kommunalfahrzeug dabei rausgekommen. Es ist dort noch wichtig zu sagen, es ist nicht der Preis die wichtigste Komponente gewesen, sondern es ist natürlich auch viel darum gegangen, was kann das Gerät, wie leistungsfähig ist, wie modular das ist. Und so ist nach diesen Kriterien hat der Gemeinderat das Kommunalfahrzeug angeschafft. Dann haben wir eine Arbeitsvergabe bekommen, und zwar sollte dieses Jahr die Bodenstrasse instand gesetzt werden, haben einen Teil davon. Dort ist es um die Ingenieurleistungen gegangen. Da hat man für rund 82'000 Franken das Ingenieurbüro Hoch und Gassner vergeben. Laut dem Feuerwehrgesetz ist der Gemeinderat auch dafür zuständig, der Feuerwehrkommandant und der Feuerwehrkommandant Stellvertreter bestätigen, wenn es einen Wechsel gibt. Bei der Feuerwehr. Jetzt der Wechsel hat es gegeben. Der Thomas Eberle ist zurückgetreten als Feuerwehrkommandant. Ich möchte an dieser Stelle gerade dem Thomas recht herzlich danken für die tolle und vielschichtige Arbeit, die er für die Gemeinde Riesenberg, für die Sicherheit der Gemeinde Riesenberg gemacht hat. Und auch speziell danke dir, Thomas, für die gute Zusammenarbeit, die wir miteinander haben können. Die GV vor Feuerwehr hat bestimmt, dass der Florian Eberle der neue Feuerwehrkommandant ist und der Andreas Bossart ihm sein Stellvertreter. Der Gemeinderat hat dem zugestimmt und die zwei genehmigt. Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg alles Gute, Glück bei Ihrer Tätigkeit und hoffentlich, dass viel bei Probe bleibt und nicht allzu viel Einsatz auf Sie zukommt. Ein wichtiges Ereignis, das bald auf Sie zugehört, ist aber sicher die Eröffnung des neuen Gebäudes der BLE und der Blaulichtorganisationen, dort wo die Feuerwehr und die Samariter ihre neue Heimat überkommt. Das wird aller Voraussicht nach gegen Ende Jahr fertig werden. Und es gibt dann sicher im nächsten Jahr eine schöne und tolle Eröffnung, wo die ganze Bevölkerung dann auch eingeladen sein wird. Das wäre es schon wieder gewesen. Neues aus dem Gemeinderat. Wie allbe gilt, wenn irgendwelche Fragen oder Anregungen sind, sind wir, Gemeinderat und ich, gerne für euch verfügbar. Jetzt wünsche ich euch allen eine schöne, frohe Ostern. Dann noch ein Hinweis. Am Ostermontag findet wieder das schon zur Tradition geworden Osterhasen und Ostereier so statt. Startet dort das Ganze auf mein Essen und man läuft miteinander über den Philosophenweg durch bis auf Studen. Ich hoffe, es sind da natürlich ein Haufen Leute dabei und ihr findet alle die versteckten Osterhasen und Ostereier. In diesem Sinne, danke für euer Interesse.